Goldener Oktober in der Schalsee-Region. Für die grünen Gärtner die schönste Jahreszeit. Sie haben jetzt alle Hände voll zu tun, um vor Beginn der Frostperiode alle Projekte fertigzustellen. Beete anlegen, Steine setzen, Terrassenbau. Was sie auch tun, das Team von Grün 22 arbeitet so naturnah wie möglich. Die Terrassendielen stammen von der hier gewachsenen Robinia. Baum des Jahres 2020. Für den Chef Thomas Kühnen ist naturnahes Gärtnern kein Selbstzweck. Da achten wir schon ganz doll drauf, dass wir bei allem, was wir tun, dass wir das nicht nur für den Menschen tun, sondern auch ganz viel für das, was denn den Menschen so umgibt. Und das bringt eine Wahnsinnsbereicherung in so einen Garten, ob das nun durch eben die Schmetterlinge, die Bienen sind, ob das aber auch durch Düfte ist, die denn, was weiß ich, zum Beispiel ein Salbei, ein Muscatella-Salbei oder der Thymian, der Sandthymian, den wir hier noch aussäen, sowas. Und das duftet und blüht und brummt und macht und tut. Und da achten wir ganz viel drauf, dass das so ist. Ne? Und so hat sich Thomas Kühnen im Laufe der Jahre einen großen Kundenstamm aufgebaut. Das Team von Grün 22 ist längst nicht nur am Schalsee unterwegs. Eine Baustelle in Bernsdorf bei Graf Bernsdorf. Ein bisschen stolz ist Thomas Kühnen schon, dass sein Können besonders im Biosphärenreservat Schalsee gefragt ist. Mein Job war, den Garten irgendwie zu schützen, ein bisschen einzufassen vor die Straße, die läuft hier ziemlich direkt entlang. Ne? Und deswegen haben wir uns für heimische Hainbuche entschieden, die halt auch im Winter einen schönen Sichtschutz gibt. Dann haben wir hier vor die Hecke, haben wir uns so eine kleine Staudenbeete angelegt, so als Hügel. Und auch wieder mit heimischen Pflanzen, wie zum Beispiel hier dieser Bergminze. Dann haben wir Nelken drin. Wir haben die Hortensie drin, hier vorne natürlich ein paar Rosen. Und als kleines Schmankerl haben wir hier noch so einen alten Eichenbalken irgendwie aufgeschnitten und dann dort ein Wasserhorn installiert. Ne? Ein paar Kilometer weiter bei einem Neubau, dem Wiesenhaus in Neuenkirchen. Mit der Kundin zusammen haben wir hier einen naturnahen Staudengarten angelegt mit auch verschiedenen Rosen. Ist jetzt natürlich Herbst, man kann es nicht mehr so gut erkennen, aber im Sommer grünt und blüht und tut es hier, dass es eine wahre Freude ist. Was wir hier jetzt auch noch ganz schön sehen, das ist eine Trockenmauer. Ich glaube, da sind wir mittlerweile auch so ein bisschen spezialisiert auf schöne Trockenmauern. Und die machen wir auch total gerne, weil sie eben Heimat bieten für verschiedene Kleinstlebewesen, die dann aber schon ein bisschen größer werden, was weiß ich, ein Salamander, aber auch natürlich Spinnen und Ameisen und was weiß ich. Also ein richtiges kleines Biotop entsteht in oder hinter diesen Trockenmauern. Ich glaube, viele, die hierher kommen, die tun es ja wegen der Landschaft oder wegen der Landschaft. Und da sind wir denn als naturnahe Gärtner, wir bringen die Landschaft denn noch mal näher ans Haus, in kleinen Dosen sozusagen, rund ums Haus verteilt. Und das macht uns Freude, das zu tun und aber den Menschen auch Freude, sowas denn zu haben. Ne? Wir sind Biosphäre, UNESCO-Biosphärenreservat Schalsee.